Was geht? Herzlich willkommen auf dem Kanal, herzlich willkommen bei Lebenswelten-Wanderer. Ja, wie ihr den Titel schon entnehmen könnt, ist es mal wieder Zeit für Theorien der sozialen Arbeit. Und heute widmen wir uns der Theorie der Lebensbewältigung nach Professor Bönisch. Vorab, ich hoffe, das ist klar, das Video stellt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Allerdings habe ich wie immer in der Infobox meine verwendeten Quellen sowie weitere Literaturverweise verlinkt. Also, wenn ihr hiermit arbeiten wollt oder besser gesagt weiterarbeiten wollt, schaut da mal rein. Ich werde euch versuchen, neben einer kurzen Begriffserklärung, was meint Lebensbewältigung, was für eine Theorie steckt dahinter, auch ein Praxisbeispiel, genau genommen zwei Praxisbeispiele zu geben und das Ganze auch ein bisschen einzuordnen, wie wir Fachkräfte jetzt mit dieser Theorie umgehen sollten, was sie uns tatsächlich bringen kann. Also, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo und ein Like da und ansonsten fangen wir jetzt direkt an. Neben der Begrifflichkeit der Lebensbewältigung müssen wir uns auch den Begriff der subjektiven oder autonomen Handlungsfähigkeit anschauen. Aber eins nach dem anderen. Fangen wir mit dem Begriff der Lebensbewältigung an. Was meint Professor Bönisch damit überhaupt? Eigentlich ganz einfach. Die Theorie geht davon aus, dass wir Menschen stets darum bemüht sind, unsere autonome, subjektive Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und dabei legen wir eben unterschiedliche Bewältigungsstrategien an den Tag. Noch allgemeiner gesprochen, wir alle müssen unseren Alltag bewältigen. Und in diesem treffen wir mal mehr, mal weniger auf Hindernisse, Schwierigkeiten oder krisenhafte Situationen. Diese können sehr individuell sein oder auch auf strukturellen Gegebenheiten beruhen. An dieser Stelle möchte ich euch einen kurzen Buchtipp geben. Das ist von Tasha Akelli, ihr neues Buch, und dort beschreibt sie sehr eindrücklich, welche strukturellen Diskriminierungen und Rassismen in unserer Gesellschaft fest verankert sind. So, aber das klingt ja jetzt erstmal so, als ob jede Person von dieser Theorie betroffen ist. Und das ist auch nicht ganz falsch. Das sagt Professor Bönisch selbst. Der Vorteil dieses Konzeptes sei es eben, dass es kein Sonderkonzept ist. Der Unterschied, ob eine Person ganz normal ihren Alltag bewältigen kann oder ob diese Person unterstützungsbedürftig in dieser Bewältigung ist, entscheidet sich erst, wenn wir uns den bereits verwendeten Begriff der Handlungsfähigkeit, genau genommen der subjektiven Handlungsfähigkeit, anschauen. Tun wir das mal ganz kurz. Denn zur Lebensbewältigung gehört es nämlich auch, sich sogenannte Lebensstrategien oder Überlebensstrategien anzueignen. Und diese hängen ganz stark von dem Umfeld des Individuums, der sozioökonomische Hintergrund sowie die individuellen Ressourcen und Defizite ab. Kurzum, die Art der Lebensbewältigung oder die zu betrachtende Lebensstrategie einer Person sollte also stets im Kontext betrachtet werden, in dem sich das Individuum aufhält, lebt und aufgewachsen ist. Aus diesen Lebensbedingungen und Lebenserfahrungen heraus versuchen die Menschen, ihre eigene subjektive Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Das ist uns Menschen deshalb so wichtig, weil wir Menschen nach einem inneren psychosozialen Gleichgewicht streben. Hier ein kurzer Exkurs in die Sozialpsychologie. Auch andere Theorien bestätigen die Annahme, dass der Mensch ein inneres Streben nach Gleichgewicht hat. So zum Beispiel die Balancetheorie von Fritz Haider, aber auch bei Piaget und Kohlberg finden sich Hinweise darauf, dass der Mensch stets bemüht ist, ein inneres psychosoziales Gleichgewicht zu wahren bzw. herzustellen. Okay, aber kommen wir zurück zu Lothar Bönisch, der diesen Gedanken nach dem Streben eines inneren psychosozialen Gleichgewichtes in der Interviewreihe für die Cato im Übrigen bestätigt. Bei ihm hängt dieses Bewahren des Gleichgewichtes eng mit der Entwicklung einer Handlungsfähigkeit zusammen. Jetzt habe ich so viel theoretisch geredet, schauen wir uns das doch mal in der Praxis an. Dazu bedienen wir uns einmal ein Beispiel von Professor Bönisch selbst, welches er in dem eben erwähnten Interview für die Cato, Theorien der sozialen Arbeit, gegeben hat. Schauen wir mal rein. Nehmen wir mal das Extrembeispiel eines Gewalttäters. Für ihn ist die Gewalthandlung nach dem Bewältigungsansatz das letzte Mittel, um wieder zur Anerkennung und Selbstwirksamkeit zu kommen. Es geht also um Anerkennung und Selbstwirksamkeit. Bleibe ich handlungsfähig, ganz gleich wie, und wenn wir jetzt hier das Beispiel der Gewalt nehmen, so erlebe ich Selbstwirksamkeit und erhalte gegebenenfalls sogar noch Anerkennung von meinem Umfeld. Der zweite Teil dieses Beispiels von Professor Bönisch macht das nochmal besonders deutlich. Nehmen Sie mal den Schüler, den notorisch auffälligen Schüler, der sozusagen keine Anerkennung in der Schule hat. Ne? Der braucht aber Anerkennung. Ich kann ohne Anerkennung, Selbstwirksamkeit, selbstwertig leben. Mhm. Und der sozusagen immer wieder auffällig wird, den Kasper spielt, für drei Sekunden oder drei Minuten der King ist. Ne? Das heißt, für ihn ist Auffälligkeit die gesuchte Form der Anerkennung. Und wenn man nichts mit ihm macht, vielleicht kommen wir da noch drauf, dann wird sich das wiederholen, dann wird es zur Auffälligkeit Sucht. Damit können wir festhalten, dass vermeintliche Verhaltensauffälligkeiten oft ihre Entstehung in einem Mangel an Anerkennung haben.
so Professor Böhnisch. Wenn wir das als Fachkräfte verstanden haben, können wir die richtigen Fragen stellen und gegebenenfalls auch eine vernünftige Hilfe der Person zukommen lassen. Mein Beispiel, was ich jetzt mitgebracht habe, soll das genau nochmal hervorheben. Stellt euch vor, ihr seid als Familienhelfer, Familienhelferin in einer Familie drin und der 12-jährige Junge wird zum wiederholten Male beim Clown im Supermarkt erwischt. Rechtlich normativ gesehen ist es ein ganz klares Fehlverhalten. Also müssten wir den Jungen doch eigentlich bestrafen, oder nicht? Warten wir damit mal kurz und setzen uns die Brille der Lebensbewältigung auf. Warum klaut der Junge? Der Familie geht es sozioökonomisch ganz gut, also es wird wohl eher nicht daran liegen, dass ihm etwas fehlt, dass er tatsächlich ein materielles Gut besitzen möchte. Aber seine Mutter ist alleinerziehend und arbeitet oft bis 17 Uhr und tagsüber sollte er eigentlich in der Ogata in der Tagesbetreuung sein. Könnte es also sein, dass der Junge klaut, weil er Aufmerksamkeit haben möchte? Entweder von seinen Freunden, von dem Sicherheitspersonal und oder schlussendlich auch zu Hause von der Mutter? Das ist dann zwar alles negative Aufmerksamkeit, abgesehen die von den Freunden vielleicht, aber es ist eben Aufmerksamkeit. Wenn wir als Fachkraft jetzt auch noch hingehen und dem Jungen dahingehend zurechtweisen, stellen wir uns genau in die Reihe vom Sicherheitspersonal, den Eltern und vielleicht auch den Lehrern. Also all den Leuten, die, ich sag mal, metaphorischen Sinne schon auf den Jungen draufgekloppt haben. Wir werden damit also nicht unbedingt viel weiter kommen als auch die anderen Personen. Erinnern wir uns jetzt aber an das eben Gesagte, an die Theorie von Lothar Böhnisch, so können wir vielleicht andere Fragen stellen und zu anderen Antworten kommen. Wo klaut der Junge? Tatsächlich nur im Supermarkt? Heißt das also, der Junge unterscheidet zwischen ich klaue in einem Supermarkt und ich beklaue Privatpersonen? Tut er Zweiteres nicht? Hat der Junge also ein, ich sag mal, recht detailliertes und differenziertes Moralempfinden? Können wir da vielleicht ansetzen? Und wie oft klaut der Junge eigentlich? Kann es sein, dass der Junge verdammt geschickt ist, weil er ziemlich selten erwischt wird dafür, dass er doch ziemlich häufig klaut? Ist also die Geschicklichkeit und die Risikofreude, auch wenn Risikofreude nicht immer etwas Positives sein muss, es kann auch aus Verzweiflung resultieren, etwas Positives? Können wir da ansetzen? Ist das vielleicht eine Ressource? Versteht ihr? Wenn wir als Fachkräfte diese Verhaltensmuster auf eine andere Art und Weise hinterfragen auf Grundlage der Bewältigungsstrategie oder auch der lebensweltorientierte Ansatz von Hans Thiersch, so können wir gegebenenfalls einen besseren und passenderen Hilfeplan und Unterstützung den Personen zukommen lassen. Apropos Hilfeplan, das Stichwort war nicht ganz zufällig gewählt, denn auch im Sozialrecht, ein ganz kurzer Exkurs dahin, finden wir tatsächlich die Lebensbewältigungsstrategie wieder. Ganz zu Beginn des SGB VIII, im ersten Paragraphen, im ersten Satz, wird von einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gesprochen und dass es diese zu fördern gilt. Das ist also mit die Grundlage des SGB VIII, eines der grundlegendsten Ziele. Und das klingt doch gewaltig nach Lebensbewältigung. Also nicht nur, dass die Person selber klarkommen und eigenständig handlungsfähig sind, sondern eben auch gemeinschaftsfähig sind. Das heißt, das meinte ich eben damit, als es hieß, eine Bewältigungsstrategie muss nicht immer ins Normen- und Rechtssystem passen. Das also war der Einstieg in die Lebensbewältigung. Sowohl auf einer, ich sag mal, sozialpsychologischen Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene, sowie auf der sozialrechtlichen Ebene. Ich hoffe, ihr konntet damit etwas anfangen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen. Und falls ihr das Video gerade schaut, weil ihr vor einer Prüfung steht, viel Erfolg und schaut gerne mal in die Infobox. Neben meinen Quellen habe ich da auch einen kleinen Text von mir reingepackt, wo ich nochmal versuche, die Handlungsfähigkeit, die Lebensbewältigung mit der Sozialintegration zu verknüpfen und zu schauen, wie hängt das zusammen, wo hängt das zusammen. Schaut einfach mal rein, vielleicht hilft es jemandem von euch. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, die jetzt hier auftauchen werden. Ihr könnt mich hier gerne noch abonnieren, sehr gerne ein Like da lassen und ich freue mich, wenn ich euch helfen konnte. Bis dahin und passt auf euch auf.